Ah, hallo, lange nicht gesehen. Mein Name ist Martin Mutschler, ich bin seit inzwischen einem Jahr hier Dramaturg an der Staatsoper Hannover. Ich bin unter anderem künstlerischer Berater der Regieteams, die zu Gast sind. Und zu meinen Aufgaben gehört es auch, einmal am Tag hier ums Haus zu laufen und zu schauen, ob alle Abstände auch wirklich eingehalten wurden. Aber im Ernst, wir leben in lustigen Zeiten und das hat lustigerweise auch zur Folge, dass ich viel weniger lustig drauf bin als noch im letzten Jahr. Das haben auch wir uns gefragt, als es darum ging, womit wollen wir die Staatsoper in dieser Saison eröffnen. Das Musiktheaterstück, das dabei rausgekommen ist, heißt Trionfo, vier letzte Nächte und handelt von vier Menschen in Krisensituationen. Und diese vier haben eines gemeinsam mit vielen von uns gerade. Sie fühlen sich isoliert, sie haben das Gefühl, mit ihren Gefühlen, auch ihren widersprüchlichen Gefühlen, alleingelassen zu sein. Und wir wollten ein Stück erfinden, das aufregend ist, das Spaß macht und das Hoffnung gibt, ohne den Ernst des Lebens auszublenden. Und das in der Musik von Georg Friedrich Händel eine Klangsprache verwendet, die wohltut, weil sie klar ist. Wir wollten uns langsam annähern an die maximale Sinnlichkeit, die Musiktheater bedeuten kann. Wir haben alle monatelang gefastet. Wir waren ohne Live-Musik, wir waren ohne Theater, wir waren ohne kollektive Begegnungen, in denen wir mit Freunden oder auch mit Wildfremden zusammen etwas Berührendes erleben können. Und das wollten wir abbilden. Wir wollten zeigen, wie man von einem kleinen Stück Apfel, vom ersten, das man wieder isst, sich vorarbeitet bis zum Stück Sahnetorte. Und ich bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden.